Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung, und willkommen zurück zu Elex, wo wir weiter der Spur der Verschütteten nachgehen und nicht zu Cormac, sondern zu dem anderen sollten wir vielleicht erstmal hingehen, weil der ja die Ansage gemacht hat. Beziehungsweise ist die Quest jetzt, zählt die als abgeschlossen? Ich guck mal schnell. Mit dem Gesaufe. Erntezeit, okay. Elex-Nachschub, es gibt immer was zu tun. Clanstreit, hier, Hausverbot. Eldur sagt, dass er, Oran wird den Hammer-Clan wieder bewirten. Ich sollte Eldur davon berichten. Genau. Das machen wir jetzt als erstes, weil der ist in der Nähe. Flitzen wir erstmal schnell zu Eldur, damit wir die Quest abgeschlossen haben. Das war nicht so schlau. Mehr oder weniger nicht so schlau. So, dann können wir dem das erstmal sagen. Dann haben wir das auch schon mal fertig. Und dann müssen wir gleich noch zu einem Überlebenslehrer hin und noch ein paar Sachen lernen. Aber wir müssen vorher noch was verkaufen, ne? Was ist hier los? Oran wird euch wieder bewirten. Wirklich? Du hast es wirklich fertig gebracht, diesem starrköpfigen Eisenclaner Sinn einzureden? So in der Art. Mir egal, wie du das angestellt hast. Hauptsache, ich kriege wieder meinen Feierabendtrunk. Als kleines Zeichen der Dankbarkeit vom Hammerclan. Ich habe ihm die Zähne in den Hals geprügelt. Was ist? Na, nix. Offensichtlich ist nix. Vorsicht. Hier bleibt alles an seinem Platz, klar? So, pass auf. Dann haben wir das. Wie ist denn der andere Kollege? Rüstschmied. Harkon war es nicht. Born auch nicht. Achso, das war so rum. Cormac hat mich losgeschickt. Wie ist denn der andere Hyopai? Sind da nicht. Alrik war auch nicht. Das ist Kaldrim. Wie ist denn der Nebelkrieg-Typ? Sünder? Konnte der mir nichts beibringen? Hotelruine? Warte mal, dann muss ich mal. Clanstreit. Cormacs Männern. Ich soll zu ihm gehen und seinen geherzigen Eisenclan ein Ende bereiten. Eldur hat gesagt, dass Oran vom Eisenclan der Tavern wird. Viele vom Hammerclan nicht mehr bedienen. Solange das so ist, wird Eldur nicht aufhören, schlechte Stimmung zu verbreiten. Ich sollte mal mit Oran sagt, er wird niemanden bedienen, der gegen das Gesetz in Goliath ist. Ich muss ihn dazu bringen, es doch zu tun. Egal wie. Habe ich getan. Scheint schlechte Stimmung zu verbreiten. Sein Name ist Eldur und er arbeitet als Setzer auf den Farmen. Ich soll zu ihm gehen und seinem Ketzer gegen den Eisenclan ein Ende bereiten. Das Oran vom Eisenclan. Also er ist vom Eisenclan. Ja, wer war denn. Wer war denn der große Häuptling vom Eisenclan? Der war hier, glaube ich, neben dem Waffenhändler, ne? Markieren wir das mal eben kurz und dann beamen wir uns mal kurz da hoch. Und eiern da mal schnell hin. Das war ja nicht Cormac. Cormac war, glaube ich, hier, ne? War das hier Cormac? Ach, der liegt da und pennt, der faule Sack. Ja, genau, das war Cormac. Der hat mich ja losgeschickt. Und der hat da ja keinen Bock drauf. Genau, und der andere Kollege müsste ja der da unten gewesen sein. So, das müsste nämlich er hier gewesen sein. Ja. Die liegen alle und pennen tatsächlich. Wo ist der Hartgeldstricher? Hey, komm mal raus aus deiner Hütte. Was ist hier los? Ja, ich wollte. Ach. Raus, aber schnell. Ja. Ja nicht noch mal. Halt! Nein! Du doch nicht! Hey! Was ist hier los? Komm her. Mach das ja raus, nicht noch mal. Aber schnell. Mach das ja nicht noch mal. Recht und Ordnung müssen gewahrt bleiben.
Okay, mit Angriffen kann ich also nicht reden. Zumindest nicht jetzt. Kann ich irgendwo pennen? Rein zufällig gerade? Liege ich irgendwo im Bett rum? Gerade nicht, ne? Ist hier irgendwo ein Feuer? Kann ich mir was braten? Die pennen alle. Geil. Okay, ist eigentlich ganz nice. Gut, aber Angrim hat also verboten, dass die bedient werden. Vielleicht sollte ich das wirklich Cormac erzählen. Anscheinend habe ich gar keine andere Wahl. Oder aber ich sollte erstmal irgendwo pennen gehen. Wenn ich es denn könnte, kann ich mir was braten? Wenn wir gerade hier sind? Nö. Kann ich nicht irgendwo pennen? Ihm vielleicht? Was war das? Du kannst hier sein, aber bitte nimm nichts mit, okay? Ja. Was haben wir hier? Tagebuch einer Verbannten. Das würde ich gerne haben. Darf ich auch hier sein? Kann ich hier pennen? Kann hier nicht pennen. Ist da jemand? Akira. Interessiert das nicht? Was soll denn das? Angrim hat Stormson in die Wälder abführen lassen. Das ist ja schrecklich. Dann besteht kaum noch Hoffnung. Bitte, geh dem Kommando hinterher. Vielleicht kannst du sie ja noch umstimmen. Was willst du hier? Nichts. Ich will eigentlich das Tagebuch einer Verbannten haben. Ich das von hinten klauen kann. Nein, leider nicht. Schade. Komm hier so viel raus. Na gut, dann müssen wir mal, glaube ich, noch mal schnell zu Cormac. Bedienen tut er die jetzt wieder. Wo waren die? Da oben, ne? Na gut, ich hätte mich auch hochbeamen können. Cormac pennt ja auch gerade. Okay, hier nachts rumzulaufen, also ist okay. Halt, da war ein Brot. Da. Das habe ich genau gesehen. Ich meine, normalerweise müssten die Dinge hier noch sprießen wie sonst was. Hier regnet es andauernd. Und alles ist immer feucht. Inklusive mir. Ich kann hier oben pennen. Haha. Und wir müssen hier eh hin. Fällt mir gerade so ein. Ich muss nur eben kurz ein Schlafstättlein finden und dann passt das schon. Hier ist nämlich rein zufällig ein Bettchen frei. Werd schlafen. Bis zum nächsten Morgen. Dann sind wir auch gleich wieder fit. Von Lebensenergie her. Und dann können wir eigentlich... Technik. Ja, wie wär's, wenn man mal die Fresse hält? Tralala. Nee. Hier, die zweite Wache. Argo hat mir erzählt, dass er zusammen mit Argo etwas zu viel getrunken hat. Irgendwann ist er nach meiner Argo, er hatte da noch etwas ganz Besonderes. Danach kann sich Argo nur noch daran erinnern, dass er irgendwo hinter Ragnars Festung aufgewacht ist. Irgendwo unter dem Balkon. Auf der Karte anzeigen. Dann reden wir gleich mal mit Cormac. Ich weiß, wir könnten hier wieder alles mitnehmen. Oh, ein Flugblatt. Und hier liegt so ein Goldklumpen. Rein theoretisch sollte ich eigentlich alles weglooten, ne? Das können wir alles verkaufen. Müssen wir sowieso. Hinsetzen. Was ist das hier? Hinsetzen. Hier ist überall hinsetzen. Eine Öllampe. Hier sagt, glaube ich, auch keiner was gegen. Ich weiß nicht, ob die Sachen neu spawnen. Ich merke mir das jetzt auch mal nicht. So, ich nehme es erstmal mit. Ich sag mal, rein theoretisch, schaden kann es nicht. Nicht zwangsläufig. Energiezellen, Besen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht aus Versehen was mitnehmen, was ich dann doch nicht mitnehmen darf. Oh, guck mal hier. Verbandskasten. Und einen Kug und ein Flugblatt haben wir aufgehoben. Verdammte Technik. Verdammt, halt's Maul. Hä? Haben wir nicht ein Flugblatt aufgenommen? Kurzer Brief. Hm?
Okay, ist hier aber nicht hinterlegt. Hier irgendwo? Materialien, eine Feder. Ich habe keine Ahnung, wo ich die her habe. Spielzeugauto. Unter sonstiges sind Wertsachen. Spielzeug Dino. Ein Kelch. Können wir ja später alles verkaufen hier. Das ist Krempel. Kleiner roter Stein. Wir können noch nicht sockeln. Ja, ich habe doch gerade irgendein Flugblatt aufgenommen oder so ein Scheiß. Wasserflasche. Oh, wir haben 31 Setzerbrot haben wir jetzt. Ich habe doch gerade... Oder habe ich das nicht aufgenommen? Oder bin ich jetzt doof? Wir haben wieder Energiezellen. Das ist was anderes, das auch. Und hier haben wir nur Quests. Hä? Ich habe doch gerade ein Flugblatt aufgenommen, oder nicht? Hier. Ich habe hier doch... Oder habe ich jetzt von irgendwas zwei? Irgendwie... Altes Flugblatt. Oh, hier, altes Flugblatt 4 wahrscheinlich, ne? Habe ich zwei jetzt von. Achso, das war gerade Uras. So, pass auf, jetzt hier. Hier vorne irgendwo. Der Alkoholiker ist hier irgendwo aufgewacht, der Penner. Deswegen stinkt sie wie Teufel. Was hier? Nee. Ach, unter mir. Bitte was? Bitte was? Da unten? Ja, hör auf, ey. Warte mal, da speichere ich mal. Ach, hier unten ist auch noch was. Ach, guck mal, da liegt einer. Ich glaube, der ist hin. Ja, leck mich fett. Große Heilpflanze. Hier ist ein Goldbrocken. Ich glaube, der sieht aus, als ob er hinüber ist. Also ganz ehrlich, ohne die Quest wäre ich hier wahrscheinlich nie im Leben drauf gekommen, hier mal runter zu springen. Tolle Sache das. Gefällt mich gut. Wir kümmern uns gleich um den, keine Sorge. Ich muss mich nur erstmal ein bisschen umgucken. Ich dachte, der sieht ziemlich hinüber aus. Alva, tot. Spielzeugdino. Meins. Was haben wir jetzt bekommen? Bier, Elixit, zerknüllter Zettel. Elektroschrott, Klopapier. Die Ratte geht mir auf den Sack. Von der kriegen wir auch nur Knochen. So, einen alten Zettel haben wir bekommen. Ach nee, einen zerknüllten Zettel. Hier. Merkzettel. Unterhalb des Schlundes. Heute Abend bei Einbruch der Dunkelheit 200 Elixit mitbringen. Nicht vergessen, das Stim vorher zu testen. Nicht nochmal von Dick verarschen lassen. Okay. Wer ist Dick? Du hast, wer ist Dick? Ich bin Dick. Naja, komm. Nicht nochmal von Dick verarschen lassen. Haben wir jetzt eine neue Quest bekommen, zufällig? Die zweite Wache. Ja. Habe ich. Nicht neu. Erntezeit. Ich muss die immer ausblenden. Und hier haben wir Fressen bekommen. Okay, und jetzt muss ich zurück zu Dingens. Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal jetzt zu Cormac. Beziehungsweise waren hier oben nicht die Pflanzen. Ich meine, wenn wir gerade auf der Ecke sind, würde sich ja anbieten. Erntezeit, wo ist es? Erntezeit, Erntezeit, wo ist Erntezeit? Hallo? Ist hier, hier ist Erntezeit. War das hier? Ja, wir sind quasi in der Nähe. Mhm. Oh, was ist denn hier? Mana-Pflanze? Guck mal hier. Da unten liegt ein Sack. Großer Elixierbeutel. Nice.
was man nicht alles findet. So, unterhalb von, unterhalb des Schlundes. Von Dick verarschen lassen. 200 Elixit und das Stim ausprobieren. Mhm. Also der wollte irgendwas kaufen anscheinend. So, hier waren wir ja schon mal. Unauffälligerweise. Und jetzt können wir uns ja mal... So in diese Richtung. Ich könnte eigentlich mal schnell gucken, wegen dem krassen Schwert hier. Und zwar auf Stärke und Geschicklichkeit. Können wir das eigentlich mal leveln. 2 Punkte haben wir noch. Wieso brauche ich eigentlich Geschicklichkeit für die Waffe? So. Dann haben wir das auch schon mal. 22, 18. Und dann... Oh, wir müssen auch noch zu so einem Überlebensmacker. Also zu Cormac auf jeden Fall noch. Da muss ich denken. Dem müssen wir noch ein bisschen was erzählen. Haben wir nicht schon mal eine Kröte alle gemacht oder so? So, da waren wir auch schon. Jetzt wollen wir erstmal Heilpflanzen. Wertes Land. Oh, das ist aber schön, dass er was sagt. Da sehe ich zum Beispiel schon mal eine Pflänzelein. Und dann rennen wir gleich einmal um den Teich. Und holen uns alles. Das hört sich gerade auch schon wieder an wie ein Schuss. Quasi ein Schuss ins Blaue. Das ist keine Heilpflanze, das ist eine Mana-Pflanze. Und so sehen wir auch ein bisschen was von der Landschaft. Vielleicht finden wir ja zufällig wieder noch eine Quest. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal Blumen pflücken. Solange hier nichts auftaucht, was uns mal eben alle machen kann. Zum Beispiel das Ding da. Das ist ein normaler Kritter. Ich helfe dir. Ja, klappt gut. Ist schon tot. Hä? Hast du einen Bogen gehabt? Anscheinend. So, 9 Fleisch, 7 Wein. Dann hier, gönn dir mal einen Wein. Gut, dann würde ich sagen, Monster schlachten und Blumen pflücken. Okay, der Kritter war jetzt auch ein bisschen mehr aggro, als er eigentlich sein sollte, oder? Ist das so eine große Heilpflanze hier? Ausgewachsene Heilwurzel, tatsächlich. 1 von 8. Nein! Oh, scheiße. Jetzt habe ich aus Versehen Antitoxin genommen. Das war dämlich. Es tut mir leid. Aber ich glaube, so oft werden wir die nicht brauchen, weil die durchaus unnütz sind. Aber die sollen hier, die sind hier um den See verteilt, wenn ich das richtig gesehen habe, ja? Ne, die sind auf dieser Insel da drauf. Also, aber hier, warte mal, hier hinten ist auch noch irgendwo was. Wenn wir jetzt weitergehen, guck mal hier, Alter. Das hier könnte eine Banditenstadt werden, ne? Ich weiß nicht, ob wir da hingehen sollten. Eigentlich wollten wir Blumen pflücken. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass auf der Minimap keine Wege markiert sind. Das ist ein bisschen kacke. Aber da vorne ist noch so eine alte Anlage. Ich höre Dinge. Ich weiß nur nicht, ist es das Wasser, was hier so rumplätschert, oder? Anscheinend. Also hier schwimmt kein Gesocks drin rum. Oh, okay. Da kommen wir noch nicht durch. Der bewacht den Weg. Da haben wir schlechte Karten. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Wo kommt der denn her? Einmal speichern. Dann gucken. Ist der böse? Wie viel Schuss haben wir? Wir haben 6 Bögen. Ich würde gerne wissen, ist der Kacke drauf oder... Hier nicht so. Ein normaler Raptor. Komm, du Ras, auf ihn mit Gebrüll. Was jagt der denn da? Was frisst der denn da? Hey du. Ich helfe dir. Ich
Genau, solange Duras die Aggro zieht, haben wir gar keine Probleme. Und schon ist er weg. Was hat der denn gerade gefressen, bitte? Kralle, Zähne, Knochen. Kein Fleisch. Wieso schneiden wir denn hier kein Fleisch raus? Was hat der gerade gefressen? Der hat hier gerade irgendwas getötet. Ich weiß aber nicht was. Oh, hör mal, Möwen. Kleine Heilpflanze. Hier hat einer seinen Wagen vergessen, wie mir scheint. Nur was? Nö. Da ist auch noch eine kleine Heilpflanze. Alter, davon haben wir mittlerweile so viele. Wir haben leider noch keine Chemie gelernt. Also hier, die Viecher patrouillieren hier auch die Wege. Ich muss mir das Antitoxin, wenn dann mal woanders hinschmeißen, glaube ich. 13 Heilpflanzen haben wir jetzt. Und 14 kleine Heilpflanzen. Dann schmeißen wir uns das mal hier unten hin. Und fressen uns die mal so nebenbei immer so ein bisschen rein. Und speichern natürlich auch. Und dann gehen wir mal, versuchen wir mal ein bisschen weiter Blumen zu pflücken hier. Schön, erstmal schön die Pflanze in den Mund gesteckt. Und bis auf den Stängel abgenagt. Von Heilpflanzen ist es ja nicht so, dass wir davon nicht viel finden, ne? Mehr wäre natürlich gut, aber man kann ja nicht alles haben. Es wäre schön, wenn ich Duras auch noch Befehle geben könnte, wie zum Beispiel greif der Gerät an. Goldbrocken. Ist noch was? Goldener Kelch. Oh, schön. Sonst noch irgendwas? Da ist nichts. Gut, Alva ist tot. Warum pflanzen die Dinger hier? Ey? Ich hätte mir natürlich einen Tipp geben können hier. Junge, was ist hier mit, warum und so. Da hinten soll irgendeine Art Lager. Hier unten soll eine sein. Wieso pflanzen die denn hier, Alter? Das ist doch voll dämlich. Finde ich zumindest. Also ich finde es mega dämlich. Also ich kann mir nicht helfen, aber ich habe das Gefühl, hier lauert noch irgendwas, was mich liebend gerne auffressen möchte. Deswegen speichere ich gleich nochmal. Da hinten ist ein Tor. Sieht so nach... Irgendwas wird hier doch gelagert, oder nicht? So, hier greift nicht gleich irgendwas aus dem Hinterhalt an. Ich höre schon Schritte. Was ist das denn? Bist du? Alter, scheiß die Wand an. Wer ist er denn? Ein Slugbeast. Na, herzlichen Glückwunsch. Alter, wenn der uns gleich sieht, dann sind wir sowas von gefickt. Weil der macht uns sowas von die Pfanne heiß. Beklau den mal kurz, ne? Oh, jetzt hat er uns, glaube ich, gesehen. Alter, mit dem können wir es nicht aufnehmen. Bin ich mir fast sicher. Ich speichere einmal und dann schieße ich ihm mal kurz einen Pfeil ins Gehirn. Ich helfe dir! Ja, bitte. Zieh mal Agro auf dich, bitte. Nicht ich! Nicht ich! Tja. Nicht ich! Geh auf Duras! Alter! Ein Schlag, Junge! Ein Schlag! Krasser Scheißkerl! Ja, ja, ich soll hier Blumen sammeln. Willst du mich verarschen? Ignis Artifex. Was? Ach, jetzt hör auf.
Was ist das Ding? Zweihändig. Kann ich 44, 65? Macht 53 Schaden und ist Feuer. Oh oh. Boah, scheiße. Scheiße. Lauf! Los, nimm das Elixit. Und dann hopp! Scheiße, ich dachte, du hältst mir den Rücken frei. Nee. Ist grad schlecht. Ich muss Pflanzen sammeln, tut mir leid. Wo ist die Kackblume? Alter, wie willst du den denn fertig machen? Der ist mega aggro, Alter. Krasses Mistvieh, ich muss gleich mal speichern, ganz schnell. Kommt der da einfach reingestolpert? 5 von 8. Und 3 haben wir noch drauf stehen, ne? Na gut, die sind alle auf der anderen Seite. Glück können wir an dem vorbeilaufen. Unauffällig außen rum und dann ganz schnell Leine ziehen. Hoffe ich zumindest. Nur hier vorne kommt gleich noch eine. Nehmen und speichern. Wir haben noch ein dickes Schwert gefunden, was wir auch noch nicht tragen können. Schön, da ist Feuer drauf und so. Da hinten ist noch einer. Oh, na toll. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir lang? Oh, das sind sogar zwei. Das ist ja noch. Das macht es nicht besser. Na toll, der bewacht eine von diesen Scheißpflanzen. Nein. Ich hoffe wenigstens, wir können die hier alle machen. Boah, ernsthaft? Alter. Tot. Duras auch. Ja, hat gut geklappt. Nämlich gar nicht. Oh, fick doch die Wand, Alter. Fick die Wand. Wie soll man das denn machen, Alter? Da bleibt ja nur ganz schnell hinlaufen, einsammeln und dann wieder verpissen. Da, mittendrin, Alter. Mittendrin. Die andere ist auch irgendwo auf der Ecke da. Tschüss! Lauf! Nicht schleichen! Abhauen! Weg, 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 weg! Ich hab alle! Tschüss, Duras! Viel Spaß! Schnell weg! Alter! Kommt der mit? Nee, ne? Oh Gott, hau ab! Der kommt uns hinterher, das ist nicht so gut! Schwimmen! Los, Beine in die Hand! Abgang! Ist er weg? Nee, nein, nein, ist er nicht! Los, los, lauf! Lauf! Schnell weg! Boah, schnell speichern. Alter, fettes Schwert und alle Blumen eingesammelt und allen Viechern aus dem Weg gegangen. Oh, Verbandstasche, habe ich die beim letzten Mal übersehen? Ich schlaf mal schnell, ne? Alter. Und jetzt ist er, jetzt steht er genau hinter mir. Pass auf, klar. Bam, tot. Oh. Er kommt!
der hat die Fährte aufgenommen. Nicht gut. Der verfolgt mich. Imposant. Ja, ja, ich habe auch imposant. Ich muss weg. Da ist der Eingang. Den locken wir einfach jetzt hier rein. Und dann kann der zusehen. Komm, du kleine Sacknase. Der traut sich echt hierher. Hallo, Freunde? Hilfe? Warte. Warte. Ich speichere schnell. Und zur Sicherheit. Da kommt er. Kommt der echt hier rein? Kommt der jetzt? Boah, da kommt hier echt rein. Ja, leck mich fett. Leute, hallo. Brauche ich mal Hilfe? Bleib gerade. Kann einer was tun? Bitte. Komm her, du Mistvieh. Los, tötet es. Also ich gehe nicht davon aus, dass Ragnar sterben wird. Alle anderen vielleicht. Aber Ragnar nicht. Hier mit seinem Bogen, Alter, mit seinem Bogen. Ragnar muss auch mal zuschlagen, Alter. Alter, ist gleich tot. Geil. Guck, wie die wegballern. Er brennt. Und das war's. Cool. Hehehe. Ein Monster weniger. Tralala. Meiner. Zwei Flügel, eine Hornplatte, 11 und 4 Zähne. Geiler Scheiß. Läuft wie Sau. Super. Das ist echt Teamwork. So, Freunde, das war's für diese Folge. Boah, das war... Boah. Ja, so kann man es auch machen. Ne? Hasenfuß-Taktik. Läuft wie Sau. Einfach alle... pass auf, wir locken jetzt einfach alle Monster hier rein. Und dann machen die das hier schon. Läuft hier wie Sau. Gut, der ist selber schuld, wenn der auf den herkommt. Blödes Mistvieh. Ich piss auf deine Eingeweide. Ich piss auf deine Eingeweide. Und wenn ich hier auf seine Eingeweide pisse, beende ich die Folge. Denn sehen wir uns nämlich in der nächsten Folge wieder. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei Elex. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker. Ich piss auf seine Eingeweide und ich bin raus. Tschüss.